Na, das ist jetzt einmal was Schönes. So, jetzt wurde ich erstmal für 5 Minuten reaktiviert. Reaktiviert? Ja, der Frank, der hat ein paar Punkte für mich eingesetzt. Ja, der Papa Auszeit. Also darf der. Der Opa, der kommt aber später dann, ne? Jetzt Kaffee trinken. Der kommt dann nach den 5 Minuten. Jetzt bin erstmal ich dran. Kaffee. Ja, wir sind ja schon in Rostock gleich. Ach, ich darf ja LKW fahren. Oi, oi. Sie aufpassen, alle Achtung. Frank, wie geht's dir? Und Dankeschön einmal, ne? Haben wir den Papa außer Gefecht gesetzt? Also, wenn ich an der Fähre bin, tu ich erstmal neu starten. Der Papa darf ja nicht. Aber wir könnten ja eigentlich Opa ja noch reinholen. Haha. Opa! Hey, was denn? Na, da bist du ja. Du hast doch gerade die Stimme bekommen. Ah, ja. Oh, das ist sehr schön. Ja, wir müssen da 5 Minuten jetzt den Papa davon abhalten, nicht zu reden. Oh, das kriegen wir doch hin. Ah, mir geht's gut, danke uns selbst. Ach nee, das ist ja vom Frank. Ja, den habe ich ja gerade eben gefragt, wie es dem geht. Ah, darf ich da auch fragen, oder wie? Ja, wir sind ja live hier. Ajo. Ach ja. Ja, Siebenstein, ganz doll lieb, ne? Sind jetzt gerade an der Fähre. Ja, ich muss mal gucken, ob die uns drauflassen. Warum denn? Ja, na, irgendwie, Ja, muss mal gucken, ob die Autos abgesichert sind. Ach, die wackeln schon nicht, sonst wären die ja schon längst weg. Meinst du? Heute, toll. Ja. Aber manchmal ist es mit Opa gar nicht so einfach. Ja, was sagst denn du denn da jetzt? Warum nicht einfach? Na, du bist manchmal komisch. Nee, versuch du mal zu fahren. Na, wir müssen jetzt nochmal neu starten. Hä, hey, wie? Ja, wir müssen nochmal kurz einen Check machen. Ah, ach so, den Check für die Fähre. Ja. Da. Zum Glück gibt's ja keine Autogrammkarten von uns, ne? Ja, nee, der Papa hat ja eine Umfrage gemacht, ne? Ah, und wie ist die rausgekommen? Nö. Wenn man da reintritt, da war dann nö. Zu 54%. Ah, naja. Uns. Na, das will da keiner. Nee. Da. Na, ich hätte da meine Kratzel-Kratzel-Schrift drauf gemacht. Ja, das glaube ich dir. Tick-Tack. Na, klasse. Ich spiele ETS in der Pelle. Also, der Check ist gemacht. Das geht aber schnell. Ja, wir müssen da nur noch durch den Zoll. Ach so. Ich bin gleich wieder da. Okay.
Aber Opa, kannst du mir mal verraten, wie viele Pferde in dem LKW stecken? Hey, was weiß ich denn? Der hat doch einen Motor, keine Pferde. Ja, man sagt doch immer Pferdestärke. Na, der hat zwei Räder, einen Motor und gibt Gas. Naja. Aber reiten tue ich ja auch gerne, ne? Wo hast denn das denn wieder gelernt? Na, wenn ich das denn wüsste. Na, er meint doch sicherlich nicht das Reiten. Upsi. Reiten kann man zweideutig sehen. Da. Da bin ich ein bisschen heiß heute. Ach, da musst du was trinken. Na, ihr habt doch gerade gar nichts da. Soll ich da mal was? Na, wo ist denn die Tasse vom Papa? Na, da hinten. Soll ich dir einen Kaffee kochen? Kaffee ja. Hätte was? Großbestellung? Heieiei. So, ist schon viel besser, ne? So, da gehen wir mal rüber nach Gitzau, ne? Aber ich glaube, unsere Zeit ist gleich abgelaufen, Opa. Ja, also bis sie das mit der Pferdestärke jetzt wissen. Na, ein Pferd ist sehr stark, das weiß ich ja. Und ein LKW auch. Ah ja. Ich geh's kurz mal hier fertig. Kakao, was hast du, Schatz? Na, ich glaube, der Papa, der trinkt dann auch mal so einen Kaffee. Kaffee. Ach, halt nicht, stopp. Da, wir haben doch auch Tee da. Ne? Opa, wo hast denn du den Krümel dahin? Hä, wieso Krümel? Na, diesen komischen Krümeltee. Ja, der muss da irgendwo da unten sein. Aber was ist das denn mit dem Pferdestärker denn jetzt? Also ich kann das nur so verstehen, dass, ja, Pferde sind halt stark, ne? Mit vier Füßen und dann Galopp. Ja, das... Man sagt ja, Pferdestärke, Das Reiten wir uns zusammen. Komm schon. Na, ihr kennt doch bestimmt so einen Ponyhof, ne? Und da kann man dann kostenlos dann mal auf so einen Pony reiten. Nur ganz schön, wenn man es über die Wiese oder am Wald entlang. Ja, aber beim LKW sind das ja Pferdestärke, also P und S. Na, wie Peter Santa Maria oder wie? Nee, PS, das ist halt in der Automobilbranche so. Also deswegen dann PS 400. Also Peter Siegfried 400 Stück oder wie? Ach, keine Ahnung. Ach, wir haben ja ein Level Up bei den Partyschwärmern, ne? Ja, darf ich dich vorlesen? Ja, darfste. Also der Benjamin, der ist Partyschwärmer des Monats mit Level 127. Aha. Da, die Mama mit Patinchen 1977 hat Bronzeabzeichen mit Level 259. Ui, das ist ja. Da, der Karl, der ist schon fester Partyschwärmer Level 65. Aha. Da, und der Eisbär... Der ist Partyschwärmer des Monats mit 116. Okay, aber darf ich es auch mal vorlesen? Na, warte mal. Da kommen dann noch die Siebenstein mit Level 128. Da wolltest du wieder runterdrücken. Dann nee, habt ihr eins vergessen. Da unter Frank, da ist Level 31 und Debito Arcana, ne? Ja, mit Level 12 und Shade mit Level 25. Nice, hast du doch alle durch.
Na, du machst doch das andere. Was? Na, mir erklären, was jetzt Pferdestärker sind. Ist der Iso eigentlich schon da? Ah, nee. Der lässt nur auf sich warten. Hallo? Oder mal Tic-Tac. Hat mir halt gerade der Frank was geflüstert. Hey, was denn? Na, PS ist gleich Postskriptum, also darunter geschrieben. Hey, Postskriptum, das kommt doch wieder aus der Kirche. Na, was weiß ich, was der Papst mit PS zu tun hat? Na, Skriptum aller Dingdung da, ne? Sei froh, dass es PS ist und nie MS. So. Mama Sophia? Was mit Sophia? Na, MS, Mama Sophia. Aber Postskriptum, das kommt ja von Sektum, ne? Ich bin wieder da. Okay, hi. Aha, hast du ausgetankt? Was für ein Ding ist das? Wie, was für ein Ding? Wir sind in Gitzer. Damit sind schon rübergeschippert, ne? Die konnten nicht so lange warten. Sonst müsste man dann den Umweg fahren. Ja, ja. Du hast ja nur kein Ticket gehabt, Opa. Das musst du doch nicht verraten. Na, hab dich ja gut versteckelt, hin in der Dingsbums da, da, ja, da. So, und was sind jetzt PS-Stärken? Ah, nee, Pferdestärker war das. Das ist der Fachausdruck für einen LKW, ja. Hat das wieder vergessen. Ach, kein Plan. Ich warte mal auf so einer komischen Messe. Ja. Komm hier grad nicht durch. Hallo? Kuckuck. Was denn da kaputt? Entschuldigung. Hoppala. Da ist der Trailer zu hoch. Hallo? Nee. Ah, du musst rückwärts fahren. Da, Bahnblinker anmachen. Nein, kam da gerade nicht durch. Keine Ahnung, da war ein grüner Pfeil. Guckt, da kann man durchfahren. Da müssen wir außen rum. Einmal da drüber. Also der Frank, der hat dir da was reingeschrieben. Ja, was dann? Get my love, oh yeah, baby. Wir haben Partyschwärmealarm. Und rot. Get my love, vielen, vielen Dank. Ja, wie Janet. Das sind manchmal Namen. Nee, das geht gar nicht. Na, dann erzähl mal, Opa. Also der Frank, der hat ja erzählt, ja für alle, die es interessiert, ne, Smiley, Zitat, mit einem PS kann man auf der Straße 150 Kilo bewegen. Hä? Also mit so einem Hänger hinten dran. Na, es wart doch mal ab. Na, 150 Kilo ist ganz schön viel. Debito, was ist denn das denn schon wieder? Also. Parodius Nonsense. Krümeltee? Ja, irgendwie war da was, ne? Und du Kakao. Kakao, ja. Ich hoffe, ja. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, bei 150 Kilo. Na, so viel wiege ich ja gar nicht. Ach, da bist du doch nicht mit gemeint. So. Und dann ein durchschnittliches Pferd, ne? Nein, Pony. Nein, ein richtiges Pferd. Also? Hat eine Höchstleistung von immerhin, ja, 24 PS.
Na, Petra Siegfried, ne? Dai, PS halt, Pferdestärke. Also, das. Ach, die Abkürzung ist da PS für Pferdestärke. Genau. Also, was ein Pferd ziehen kann. Ja. Ja, und die Dauerleistung beträgt allerdings ziemlich exakt 1 PS. Also ein Pferd und ein Kilo. Nee, 150 Kilo. Also brauchst du da aber dann 15 Pferde. Nein, ein Pferd, 150 Kilo. Ah ja, und, aber der LKW ist ja schon, der hat ja Tonne. Ja, da brauchst du schon ein bisschen was, ne? Ja, da, da, erklär das mal dem Papa. Ah, der weiß das schon. Aha. Tja, und seit 1978... Ja, da war ich noch gar nicht auf der Welt. ...gilt offiziell, die Leistungseinheit Kilowatt KW, ne? Ja, was mit Watt? Das kenne ich doch nur mit der Strombüchse. Ja, das sind aber ja, das rechnet man doch dann um in 1,36 PS. Was hat denn der Strom mit dem Pferd zu tun? Kriegt der so einen Schwuppsdiwupps? Ach, kein Plan. So, also um das Ganze jetzt dann mal, da, Opa. Kannst du mal den Tempomat höher schalten? Da mache ich. Aber nicht so schnell. Nee, nee, du bist ja am Steuer. Na, viel zu lange. Papa soll schon dran kommen. Also, PS hat was mit Pferde zu tun. Und ein Pferd kann 150 Kilo ziehen. Genau. Und, das wird dann auch nochmal PS nochmal umgerechnet in... ein Kilowatt. Ja. Also Strom und ziehen. Das wird zu hohe Physik für mich. Naja. Aber vielleicht habt ihr das da draußen da mitbekommen, ne? Na, dankeschön. Juhu. So. Da kommt man schon auf einige Ideen, ihr Lieben. Das ist euer Chart hier wieder am Start. Aber so funktioniert das mit der Story. Und solche Stories, die werden wir natürlich dann aus unserem Twitch-Kanal. What? Nee. Heiß war das.